Vorgaben zu dieser Übung. Wichtig ist, dass die Angreifer auch nach einer ersten erfolglosen Aktion sofort weiterspielen. Nach einem Übergang läuft der Rückraummitte hier auf die freie linke Rückraumposition zurück. Und es wird sofort die zweite Angriffshandlung eingeleitet. Natürlich wird auch mit Zeitdruck trainiert. Wenn der Angreifer zu lange, pfeift der Trainer den Angriff ab. Natürlich sollen die Verteidiger auch variabel sein. Auch die Einleitung des Gegenstoßes wird in dieser geschult. Hier leitet Playmaker Dushibayev den Gegenstoß. In der spanischen Mannschaft wird der Ballvortrag aber in der zweiten und dritten Welle auch von Außenspielern, um zu sehen, organisiert. Nun liegt der Schwerpunkt auf der dritten Welle. Alle sechs Spieler starten aus positionsspezifischen Abwehrbewegungen zum Gegenstoß. Der Trainer bringt den Ball unterschiedlich ins Spiel und simuliert so verschiedene Ausgangssituationen zum Gegenstoß der zweiten Welle. Nach einem kurzen Stopp wird eine taktische Auslösehandlung eingeleitet. Die Angreifer müssen den Raum vor allem in der Breite gut aufteilen und die Angriffsaktion gegen die formierte Abwehr mit einem deutlichen Tempowechsel einleiten.
Besonders der Spieler in der Mittelspur muss, wie hier zu sehen, dafür sorgen, dass er jederzeit anspielbar ist. Nach Abschluss der dritten Welle spielt die ballbesitzende Mannschaft noch einen weiteren Positionspunkt. Dann muss sofort eine andere technische Auslösung gespielt werden. Hier eine sehr interessante Variante des Kreuzens oder der Ball. Entscheidend beim Einleiten einer taktischen Auslösehandlung aus dem Gegenstoß heraus ist das Verhalten der Rückraumspieler. In der taktischen Entscheidungszone kurz hinter der Mittellinie müssen sie ihre Ausgangspositionen einnehmen und mit einem Tempo- und Rhythmuswechsel eine Auslösehandlung einleiten, wenn die gegnerische Abwehr sich rechtzeitig formieren konnte. Hier ist sehr gut zu sehen, wie das Kreuzen ohne Ball im Rücken des offensiven vorne Mitte eingeleitet wird. Schauen wir uns mögliche Handlungsalternativen an. Während der Rechtsaußen den Ball hat, kreuzen der mittlere und der linke Rückraumspieler ihre Spielpositionen auf der ballfernen Seite. Während der rechte Rückraumspieler den Ball annimmt, kann der Rückraum Mitte zum Kreis übergehen oder je nach Situation auch wieder die frei werdende linke Rückraumposition einnehmen. Der rechte Rückraumspieler hat nun verschiedene Alternativen. Pass zum parallel stoßenden Rückraum Mitte, Anspiel zum kreuzenden Rückraum links oder ein Torwurf aus einer Passtäuschung. Agieren Verteidiger bei der Gegenstoßabwehr offensiv, müssen Lösungen in der Kleingruppe besuchen. Hier eine Gegenstoßabwehr mit zwei offensiven Verteidigern. Noch einmal die methodischen Vorgaben für diese Übung. Nach dem Übergang bindet Duschebajew sehr gut die Abwehr auf der linken Seite. Duschebajew bindet den offensiven Verteidiger. So kann er die Überzahl auf der rechten Seite nehmen. Achten Sie bei dieser Aktion wieder auf Duschebajew. Aus dem Übergang löst er sich im richtigen Moment wieder auf die freie Rückraum-Mitte-Position.
und spielt in seiner unnachahmlichen Art ohne Blickkontakt aus dem Handgelenk den langen Pass zum Linksaußen.